Hallo und willkommen zurück. Wir haben ja jetzt die Belagerung von Charlestown. Das letzte Mal sind wir ja ein bisschen gescheitert. Und deshalb würde ich sagen, auf ein neues. Kann ja nur schief gehen. Stimmt, was man über Blackbeard sagt? Dass Feuer aus seinem Kopf schießt? Wie aus einem Vulkan? No. Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihm im Bunde. Sei bloß dankbar, dass dein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Hallo. So, hier sind wir, glaube ich, das letzte Mal kaputt gegangen. Kann das sein? Wer ist das da? Zwei Krokodile kommen zum Abendessen. Weiter, alter Kumpel. Ich war heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. So, diesmal dürfen wir hier allerdings nicht kaputt gehen. Jawoll. Oh nein. Ja, sie könnten so langsam echt mal Halt machen. Warum machen wir sie nicht einfach platt? Ah nein, wir suchen ja die Medizin, ist gut. Ja, da hatte ich wohl ein bisschen zu viel nicht nachgedacht. jetzt die... Nein? Ruhige Nacht. Bist du sicher? Ich hab da was im Wasser gehört. Es war ruhig, bis du kamst. Geh weiter. Der Hauptmann wartet. Ja, und du komm bitte zurück, mein Freund. So ist nett, so ist brav. Hauptmann Wyatt ist ein geduldiger Mann. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh. Oh mein Gott. Es hat ihn. Es hat ihn. Ich sag's doch. Bruder, um Himmels Willen. Bruder. Ich sagte doch, da war was. Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott. Ich hab's immer gesagt, aber auch ein Krokodil braucht was zu essen. Das ist halt eben so. Naja. Auf jeden Fall hat der Freund Krokodil mir sehr geholfen. Deshalb werde ich auch diese Zusatzmission nicht machen und die Krokodile töten. So, dann schleichen wir uns mal hier an unsere Freunde ran. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch, haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Das ich würde es machen. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und Pest und Cholera sie alle dahin raffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Na, ah, so schnell nicht, mein Freund. Was ist denn? Was war denn? Hä? Ziel verloren. War er nicht das Ziel?
Ach, er, hier läuft er weg. Ich habe eigentlich jetzt erwartet, dass der andere das Ziel ist. Aber okay. Oh, wie ich diese Parkourläufe hasse. Ja, es klappt schon besser, wie ich gedacht hätte. Wow. Lass mich in Ruhe. Ja, komm. Wenn ich mal in echt so viel Kondition hätte, Mann, wäre ich stolz auf mich. Wow. Hier geht's ja richtig ab. Jawohl, ciao, ciao, Herr Hauptmann. Oh Gott, steh mir bei und schlachte diese Teufel. Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Tja, so schnell kann's gehen, ne? Hätte er mal lieber verhandelt. Ist zurück, Captain. Aber das Wetter ist nach wie vor ein Kraus. Was hast du? Zwei Kisten und genug Material, um noch mehr herzustellen. Mann, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Lassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. War die Störung gerade auch? Wieder, oder war das nur wieder von meinem Headset? In dieser Welt. Oder der darunter. Ich hoffe ja mal, es war nur in meinem Headset. Aber ich glaube, wir sind fertig, ja? Kommen wir wieder zum Omnibus zurück. Oh, die richtige Arzneimischen Trophäe erhalten. Es geht langsam, aber sicher in Richtung Gesundheit. Oh ja, wir sind wieder draußen. Na, guck mal, wir haben schon drei. Wir haben sogar schon viele Figuren. Cool. Ja, sogar unser Händlerfreund ist da. Richtig cool. Ja, da wir gerade hier sind, könnten wir eigentlich auch gerade noch einen Computer hacken, ne? Da wir ja schon mal da sind. Wie mache ich denn das wieder? Haha. War gar nicht mal so schwer, ne? Oh, das ist aber wieder so viel zu lesen. So, Computer Gag 2. Haben wir hier? Ah, das hier ist unser Schreibtisch, ne? Jawohl. Oder haben wir ja noch einen Computer? Ja, sind wir heute mal ein bisschen auf Computerkurs. Wir haben ja Zeit. Ein bisschen Zeit ist immer. Ah, ich meine fast.
Oh, was war das? Stopp. Aha. Ja, da haben wir wohl die kleinen Schlupfwinkel hier genutzt und haben das nächste, den nächsten Kernzugriff gewährt. Jetzt hacken wir schon in der Firma, in der wir arbeiten. Oh, yes. Aber so interessant sind die Dinge für mich jetzt hier nicht. Drei Computer gehackt, einwandfrei. Ja, ich laufe jetzt aber auch hier nicht rum und hack jeden Computer. Ich gucke einfach das, was ich auf dem Weg finde. Hier drüben. Die hack ich und dann ist gut. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, okay. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Ah ja, das ist... Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr motiviert, eine sehr motivierte Mitarbeiterin. Aber der Fahrstuhl könnte auch mal da sein. Aha. Hallo. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe Sie dann an. Hallo? Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Das Bild gefällt mir auch. Sehr cool. Ich mag ja eigentlich so die Nebengeschichte hier so nebenbei eigentlich gar nicht. Ich zock das Spiel eigentlich, wie gesagt, nur. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. Na, wie gesagt, die Nebenstory hier geht mich eigentlich. Interessiert mich eigentlich kaum. Mir geht's eigentlich, wie gesagt, hauptsächlich, das Spiel ist cool, aber hier diese Abstergo-Hintergrundgeschichte, weiß der Geier was, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, dann hacken wir auch hier mal das Teil, dass wir auch schnell wieder weiter können. Ah ja, hier ist der Kameraraum. Sieh an. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Ja, dann hör auf zu schwätzen. Ah, okay. Wow, ich hab's. Mann, bin ich gut. Ich hätte Hacker werden sollen. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam.
Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. M&D. Gut. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin. Wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Ich nicht. Ich nicht. Ich bin ja auch gar nicht dabei. Psst. Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen-Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Oh Mann, ich muss sagen, die Hackerei hier gefällt mir gar nicht. Nicht meine Welt. Da waren die Piraten mir ja wohl sympathischer wie diese Menschen hier. Das gibt's eigentlich bald gar nicht, aber es ist tatsächlich so. So, und jetzt? Ah. Schau an. Wenn wir jetzt hier die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Und besonders hängt dieses Seil in der Luft. Das ist auch hochinteressant. Ja. Wo bin ich? Ah, okay. Okay, entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Der Typ hier ist auf jeden Fall ein größeres Arschloch wie alle Piraten. Von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Ich hasse es. Oh. Uch. Ich bin richtig gut da drin, merkt ihr es? Aha. Die Französische Revolution, sieh an. Das hier ist der Weltkrieg. Da ist man, glaube ich, kurz mal reingeschlittert. Ah, cool, hier ist schon das die Anspielung auf die Pyramiden. Mögliche Schauplätze. Okay. Die Französische Revolution hatten wir. Pyramiden haben wir jetzt. Oh, hochinteressant eigentlich. So im Nachhinein. Gut, ich würde mir jetzt hier das alles nicht durchlesen. Es ist mir einfach zu viel. Aber interessant, dass da schon ein paar... An die Rad durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Ist auf jeden Fall hochinteressant.
dass die Anspielungen hier schon drin sind. Muss ich jetzt den ganzen Weg hier wieder zurück? Ich wäre lieber bei dem Piratendasein geblieben. Das war mir sympathischer wie der Mist hier. Leichtgläubig wie immer. Ja, was ist denn jetzt hier? Ich will hier raus. Hallo. Ah, oh, sie ist weg. Bist du so lustig, hä? Ja? Arschloch. So, dann hacken wir das hier auch mal noch. Dann haben wir den Computer auch. Oh, das ist wieder sowas. Da ist mir die Kugel wesentlich lieber. Uch, gerade wenn ich rübergehen will, wird der rot. Hauptsache schnell mal rüber. Mensch, was ist denn da für ein Versatz drin? Ah, ich weiß, ich bin wieder extra Weltklasse. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das wurde aber auch Zeit. Ah. Boah, was sind das aber für Texte? Wer liest sich denn sowas durch? Aus den Tagebüchern des Edward James Kenway. Nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Oh, halt die Gosch. Ich will doch einfach nur noch zurück. Aha. Sieht aber geil hier aus, das muss man sagen. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen, nur scheiß Kaffee. Da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, ewig Zeit haben, schaue ich nur gerade mal, ob es hier nicht doch noch das ein oder andere gibt, was ich hacken kann. Anscheinend nicht. Wir haben ja 5 von 33 Computern gehackt. Das geht ja eigentlich noch. So, und da sind wir auch schon wieder. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Ja? Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Ah, ja. Erlaub mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Wo bin ich eigentlich? Stock 2, ne? Ah ja, hier bin ich wieder. Düpp, düpp, düpp. Dann gehen wir mal wieder zurück. Mal schauen, was wir verpasst haben. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden.
Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Ja, Frauen. Wer kennt sie nicht? Ich meine, es ist doch eine ehrenwerte Absicht. Er will Pirat werden, für seine Frau alles bieten zu können. Und mittlerweile sind wir immer noch da. In Nassau. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich wohl hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du willst gern mehr, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Oh, ich glaube, wir sind im Arsch. Ich glaube, wir sind wortwörtlich im Arsch. Oh, wir sind im Arsch. Die Engländer oder die Spanier sind da. Wer es auch immer ist. Das ist schlecht. Oh, hier haben wir noch eine Templerjagd. Sieh an. Die war vorher noch nicht da, oder? Ah, da können wir das nächste Mal mal drüber. Ah nein, Nassau war ich glaube ich schon lange nicht mehr, oder? Nein, da habe ich alles erledigt. Die ist neu, ja. Muss ich mir mal merken. Ich das nächste Mal in Nassau bin, werden wir die gerade machen. Oder wir machen sie gerade noch jetzt. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? 55.000. Ja, ich würde dann mal gekonnt sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, machen wir die gerade mal weiter. Oder obwohl die Hauptstory ist da eh. Ich wollte ja noch auf Erkundungstour gehen. Wir haben hier auch noch so viel zu finden und erkunden. Oder was wir natürlich auch mal wieder machen könnten, ist mal wieder eine Festung einnehmen. Das wäre eigentlich auch lukrativ, weil dann gehen uns die Marineaufträge auch nicht aus. Wir haben, glaube ich, nur noch einen. Ne? Ja. Zwei haben wir noch. Oder wie gesagt, hier sowas. Oder da oben das. Da gibt es ein Lagerhaus, das ist eigentlich auch dann sehr brauchbar. Ich würde sagen, oder hier das. Ja, es sind Fragen über Fragen. Aber so ein Hafen würde mich schon auch reizen. Aber wir müssen eigentlich auch erstmal in den Gebieten, wo wir alles aufgedeckt haben, alles einsammeln. Oder wir gehen wieder auf Tauchgang und sammeln gerade hier noch die restlichen Teile ein. Das könnten wir natürlich auch machen. Enthält einen Plan für ein Upgrade. Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Ah, es ist in der Nähe. Können wir hier auf unser Schiff, ohne dass es losgeht mit dem Ramazamba? Ich möchte nämlich noch nicht hier in die Schlacht verwickelt werden. Im Moment ist es eigentlich sympathischer,
erstmal noch ein bisschen Kohle zusammenzukriegen, für mein Schiff hochzupumpen, beziehungsweise für den Rest. Willkommen zurück, Sir. Und wir schauen gerade mal schnell noch nach der Flotte. Das haben wir gerade eben nämlich noch gar nicht gemacht. So. Oh, ein neues Schiff haben wir auch gekapert. So, da haben wir nur noch erfolgreicher Atlantik. Ja, dann fangen wir mal die Seeschlachten an. Heieieiei, ist das unser Kriegsschiff? Ich hoffe, dass mein Schiff das überlebt. Warte, wir müssen es erstmal reparieren. Weil wir werden mit der Flotte nicht fertig. Ich glaube es nicht. Wir haben dafür zu schwache Schiffe. Deshalb so erfolgreicher Atlantik. Die Kaufleute hier sind begierig darauf, exotische Gewürze aus dem Westen Indiens zu importieren, um ihre lokale Küche Charakter zu verleihen. Setzt Segel und verkauft 45 Kakaoschoten in La Rochelle. Alles klar. 2400 Belohnung. Das kriegen wir hin. So, dann geht es schon in Portugal, weil, ne, Portugal haben wir schon fertig. Nordafrika fehlt auch nur noch eins. Ah, Luanda schaltet das frei, einmal frei. Kap Verde, gut, da fehlt uns alles. Aber da können wir auch die normalen Schiffe schicken, ne? Auf jeden Fall mal bei dem einen. Würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir riskieren es einfach. Wieso auch nicht? Hier unten genauso. Das Glück der Tafelbucht. Neues Wissenschaftszentrum. Wieso sollten wir eigentlich nicht unsere Fregatten schicken? Erfolgsaussicht 90%. Ja, ich meine, wenn sie versenkt gibt, wird sie eben versenkt. Was will man da machen? Aber wenn das alles klappt, wie es klappen soll, dann haben wir jede Menge Geld das nächste Mal. Dann können wir das nächste Mal auf jeden Fall schon mal drauf anstoßen, dass wir das Herrenhaus fertig haben, unser Schiff ordentlich aufrüsten und noch jede Menge Ausrüstung für uns kaufen können, weil hier springt da nämlich jede Menge Geld rum. Und im Moment haben wir ja schon 5700. Von daher würde ich dann sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann ein bisschen auf Tauchkurs. Das dauert nicht ganz so lange. Auf Tauchkurs gehen hier noch die drei Sachen einsammeln. Dann haben wir hier oben in dem Bereich auch soweit alles fertig. Und dann schauen wir mal noch nach unserer Lagune bzw. Bucht. Machen noch ein paar Missionen und dann werde ich sagen, kümmern wir uns wieder um den Einmarsch der Spanier, Palais. Und die hier müssen wir natürlich auch noch machen, die Templerjagd. Aber alles zu seiner Zeit. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr zugesehen habt. Und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein zu Assassin's Creed Black Flag. Bis dann. Ciao, ciao.